Beim nächsten Mal dann ab. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Strengmann-Kuhn für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich nehme Sie da beim Wort mit den 23 Sekunden bei dem Herrn Kolb, der kann es gut gebrauchen. Sie haben aber jetzt hoffentlich nicht den Eindruck gewonnen, die kriegten Sie jetzt zusätzlich. Gut. Also ich bin auch relativ erstaunt, dass wir heute schon wieder über die Rente mit 67 debattieren. Wir haben das ja erst letzte Sitzungswoche gemacht und nur weil der Horst Seehofer mal wieder was gesagt hat, bei ihm hat man den Eindruck, dass er regelmäßig irgendwelche Umfragen sich anschaut und dann irgendwas von sich loslässt, von dem er denkt, das könnte vielleicht die Mehrheit der Bevölkerung gut finden. Ich habe den Eindruck, das ist eher die Panik vor den weglaufenden Wählerinnen und Wählern der CSU als jetzt irgendeine inhaltliche Erkenntnis. Und es kommen gleich die üblichen Reflexe. Die Bundesregierung sagt dann gleich, die Rente mit 67 muss auf jeden Fall kommen, komme, was der wolle, wohl wissend, dass es diese Überprüfungsklausel gibt, der Herr Weiß hat die gerade eben zitiert, wo drin steht, Sie haben es gerade eben gesagt, die Bundesregierung muss auf der Basis dieses Berichtes hier im Bundestag darlegen, ob der Zeitplan so eingehalten werden kann oder nicht. Diesen Bericht gibt es noch nicht und die Bundesregierung hat das schon vor ein paar Monaten gesagt, ich komme, was da wolle, wir machen das einfach. Auch das ist, geht eigentlich so nicht. Der andere Reflex ist die Linkspartei, die natürlich sowas dann gerne aufnimmt und sagt, Rente mit 67 muss weg. Auch das ist unseres Erachtens viel zu einfach, weil in der Tat geht es darum zu beurteilen, wie ist die Situation jetzt und wie wird sich das in den nächsten 20 Jahren entwickeln. Da bin ich dann auch auf den Bericht gespannt, ob es dazu Lösungen gibt. Wenn man sich die Situation jetzt anguckt, da haben Sie völlig recht, da stimme ich den Linken zu, dann sind die Voraussetzungen, die Bedingungen nicht da. Sie haben die Zahlen genannt, es sind 9,9% der 64-Jährigen, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Für uns ist wichtig, dass es auch gute Arbeit gibt im gesamten Lebensverlauf, dass die Leute länger arbeiten können. Auch da gibt es noch viel zu tun. Eben auf dieser Veranstaltung der IG Metall, auf der ich auch war, hat man sehr deutlich dann auch noch mal in Einzelbeispielen gehört, wie sich der Arbeitsdruck verdichtet, wie zu wenig Gesundheitsprävention in den Betrieben passiert. Unsere Schlussfolgerung daraus ist aber eine andere als die, die die Linke macht. Die Linke sagt, ja, die Bedingungen sind schlecht, also geht das Ganze nicht. Wir sagen, die Bedingungen sind schlecht und wir müssen sie ändern. Darum geht es. Wir müssen was tun, damit sich was verbessert, damit wir gute Arbeit schaffen, damit wir Weiterbildungsmöglichkeiten auch in höherem Alter schaffen. Wir brauchen auf ältere zugeschnittene Arbeitsmarktprogramme, damit die Arbeitslosigkeit im Alter abnimmt. All das sind Maßnahmen, um tatsächlich zu verhindern, dass die Rente mit 67 eine Rentenkürzung wird. Und das ist unser wesentliches Ziel. Die Rente mit 67 soll keine Rentenkürzung werden, sondern soll positiv im Sinne der Menschen sein, der Beitragszahlerinnen, aber auch der Rentnerinnen und Rentner. Aber jenseits der Arbeitsmarktentwicklung gibt es noch mehr Stellschrauben, an denen die Politik tatsächlich drehen kann. Und da höre ich von der Bundesregierung bisher auch nicht viel. Das ist flexiblere Möglichkeiten schaffen. Was ist denn mit der Teilrente, die der Herr Kolb öfter mal im Mund führt, flexiblere Möglichkeiten? Die FDP sagt es immer, es passiert aber nicht. Es gibt keine Vorschläge dazu. Erwerbsminderungsrente, Anstieg des abschlagsfreien Alters von 63 auf 65 Jahren mit der Anhebung der Rente mit 67 halten wir für völlig falsch, weil Erwerbsminderung sucht man sich nicht aus, sondern man ist erwerbsgemindert oder man ist es nicht. Und dann muss die Altersgrenze für ohne Abschläge bei 63 bleiben. Punkt. Und das ist ein dritter Punkt ist, wir müssen verhindern, dass bei den Menschen, die früher in Rente gehen müssen, weil sie nicht länger können, die Rente mit 67 zu Armut führt. Das heißt, wir brauchen stabiles soziales Netz an der Stelle. Wir müssen Maßnahmen ergreifen gegen Armut. Auch da gibt es bisher noch nicht viel, außer die vage Ankündigung einer Kommission. Da bin ich gespannt, was nächstes Jahr da rauskommt. Aber konkrete Vorschläge gibt es daraus noch nicht. Wir müssen gucken, dass wir Armut im Alter grundsätzlich bekämpfen, aber gerade als Antwort auf die Rente mit 67 ist das noch mal besonders wichtig. Wir haben das Ziel, dass Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, die länger als 30 Jahre eingezahlt haben in die Rente, wenigstens ein Rentenniveau über dem Grundsicherungsniveau haben. Und das ist für uns eine wesentliche Bedingung für die Rente mit 67. Was für uns wichtig ist also, wir müssen die Rahmenbedingungen tatsächlich schaffen. Die können wir politisch schaffen. Die Bundesregierung macht da bisher nichts.
Wir werden ab 2013 drangehen, die Rahmenbedingungen für die Rente mit 67 zu schaffen. Und wenn die Rahmenbedingungen erfüllt sind, dann ist es meines Erachtens auch vertretbar, die Rente mit 67 einzuführen und den Weg dahin zu gehen. Dankeschön.